/der iOS-Gamer, was ist, wenn ich auf den Link aufgehe, bist du deppert. Es steht einfach, dieser Kanal wurde durch urheberrechtlichen Verletzungen geschlossen oder gelöscht, wie gestanden ist. Leute, ich habe mich so in die Hosen geschissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Yo Leute, was geht? Euer Eisgum wieder am Start mit einem erneuten Smalltalk-Video, Leute. Es ist schon so lange her, dass ich mal wieder so ein Smalltalk-Video gemacht habe. Einfach mal dahin ringen, wegen ein paar Themen so ansprechen, was ihr euch gerne erzählen möchtet und euch. Das ist echt lang her. Generell ein Commentary, Leute. Ihr könnt es mir echt mal gerne in die Kommentare schreiben, wann das letzte Commentary war. Das ist richtig lang her. Ich habe es halt nur mal Live-Commentaries gemacht, weil es mir einfach übel Bock zu einem Live-Commentary. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sagt es im Hintergrund, Leute, ein 33:5 oder so auf jeder gegen jeden auf Baustelle. Am Anfang habe ich übelst abgekackt, aber danach war ich richtig gut. Ich kann nochmal schnell nachschauen, was ich gehabt habe. Ist kein Ding. Ah, 30:5, okay, ist auch ganz gut, ehrlich gesagt. Am Anfang mein Spielstil ist richtig scheiße gewesen, aber danach ist es gegangen. Ist auf jeden Fall klar gegangen, wie ich da dann gespielt habe. Egal, es ist jetzt gar nicht das Thema. Auf jeden Fall, ja Leute, ihr habt erstens einmal das geile Intro gesehen. Also, ich habe ein neues Intro gekriegt von einem gewissen Intro-Designer, nennt sie sich auf YouTube. Könnt ihr mal vorbeischauen, Link ist in der Videobeschreibung. Er hat es echt geil gemacht. In einem Tag hat er das Intro gemacht und voll mal gratis, Leute. Also, richtig nice von ihm. Ich habe zwar mal ein Intro von Plexus gekriegt, aber ich habe ihm angeschrieben, ich habe ihm gesagt, das und das wird mir nicht so gut gefallen. Und er hat sich einfach nicht gemeldet und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er sich nicht meldet, dann frage ich wen anders. Und er hat es wirklich gut umgesetzt, den Designer. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Bei der Plexus, bei dem Intro von Plexus, da ist iOS Gamer mit A geschrieben. Es ist kein Shockwaves dabei, was ich gern gehabt hätte, was ich gesagt habe, dass ich es gern hätte. Und ja, er hat sich einfach nicht zurückgemeldet und ja, das deswegen eigentlich, weil er hat mich in den Kommentaren beim letzten Video gefragt und jetzt war es der Antwort Plexus. Und ja, ich finde das Intro auf jeden Fall mega Hammer, weil die Musik geil ist und der andere Vorbar, alles miteinander, richtig nice. Für das, dass es gratis ist und ja, ich habe auch ein paar Abonnenten, aber ja, egal jetzt. Und was ich noch ansprechen wollte, Leute, ihr müsst euch vorstellen, Alter, hey, oh, ich habe so ein Gameplay für einen Kollegen aufgenommen und Alter, dann hab ich heute halt das aufgeladen, ne? Und so auf nicht gelistet aufgeladen, alles passt butterweich. Dann schicke ich ihm einen Link dazu und dann fragt er mich auch wegen einem Kanallink, weil er mich verlinken möchte, dann, weil ich ihm das Gameplay gegeben habe. Habe ich gesagt, ja klar, gib ich da. Dann gebe ich ihm so www.youtube.com/user/der-iOS-Gamer. Was ist, wenn ich auf den Link aufgehe, bist du deppert. Es steht einfach, dieser Kanal wurde durch urheberrechtlichen Verletzungen geschlossen oder gelöscht, wie gestanden ist. Leute, ich habe mich so in die Hosen geschissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bist du deppert. Ich war schon so deprimiert an dem Tag, weil man gedacht hat, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mein Kanal jetzt einfach gelöscht ist. Ich bin schon so lange jetzt auf YouTube und jetzt einfach gelöscht sein. Dann habe ich mit dem Swiss einmal geskypt und gefragt, was ist, wenn du auf den Link gehst, alles miteinander. Und bei ihm ist es auch nicht gegangen. Ich war schon so demotiviert bzw. deprimiert, weil man gedacht hat, wie kriegt man meinen YouTube-Channel nicht mehr. Aber das Witzige war, mit HTTPS ist es gegangen, der Link, aber nur nicht mit www. Keine Ahnung, dann bin ich auf den PC gegangen, Leute. Und wie ich auf den PC gegangen bin, bin ich auf Urheberrechtshinweise gegangen. Und dann, wisst ihr, was dann war, Leute? Es war einfach ein altes Geometrie-Tash-Video von mir gemeldet worden. Leute, das ist ein Jahr alt. Ein Jahr und jetzt wird es erst gemeldet, Mann. Was soll die Scheiße? Wahrscheinlich ist es so ein ganz 10-jähriges Kiddy, was das gemeldet hat, was nichts Besseres zu tun hat in seinem Leben. Keine Ahnung, was schon um 12 Uhr Schule aus hat und denkt, oh, was kennt die Dumme, ist langweilig, ich möchte einfach mal ein Video von iOS Gamer. Ganz ehrlich, Leute, sowas pisst mir an, keine Ahnung, Alter, ich finde das echt unterstes Niveau, wenn man irgendwas meldet und das kehrt nicht einmal an, weil ich kann mir das nicht anders vorstellen, Leute, das Video ist ein Jahr alt,
wer soll das sonst gemeldet haben? YouTube hätte sicher schon längst gemeldet gehabt, wenn denen was aufgefallen wäre. Und das hat mir halt übel angepisst, Leute. Und dann habe ich halt den Kopfschuss. Der war richtig geil, Alter, einen richtigen Turn-on und dann den Kopfschuss geben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Auf jeden Fall, Leute, ich habe dann halt Einspruch erhoben, weil ich lasse mir das nicht gefallen, Alter. Ganz ehrlich gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Wenn mich irgendwer so meldet nach einem Jahr, dann weil das Video hat 4000 Aufrufe, Leute. Also das ist echt, ich weiß nicht, das ist echt gut angekommen, aber das ist ein Jahr alt, deswegen hat es so viele Aufrufe. Und ja, darum habe ich mich gewehrt sozusagen und habe einfach geschrieben, dass ich nicht Geld damit verdiene mit dem Video und alles miteinander. Habe ich angekackelt. Und heute gehe ich so an und ja, dann war eigentlich, der Link geht wieder. Also heißt sozusagen, dass nichts passiert, dass sie es überprüft haben und ja. Also habe ich nochmal Klick gehabt, Leute, weil es kann wirklich sein, ich weiß nicht, wie viele Strikes ich habe. Ich denke entweder ein oder zwei. Kommt darauf an, wann die Strikes weg sind. Nach einem Jahr sind ja die Strikes weg. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es echt nicht. Und ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen. Und ja, manchmal haben wir echt witzige Bugs drin bei MC5, ich verstehe das nicht. Das sind manchmal Leute, die auf einmal unsichtbar werden und dann nicht mehr da sind. Voll witzig und die sind dann auf einmal weg, ganz mysteriös. Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, einer hat gesagt, nimm MC4 wieder auf. Leute, ich kann MC4 nicht wirklich aufnehmen, ich stürze jedes Mal ab. Ich kann es mal wieder probieren, aber ich stürze immer wieder ab, das ist die Scheiße dran. Und einer hat gesagt, spiel mit einer anderen Waffe, also mit der U4. Ja, das werde ich auch machen. Das ist nur ein altes Gameplay mit der U4 spielt, deswegen kann ich es. Ich habe dabei kein anderes Gameplay, ich habe zwar noch Blitzbrigade Gameplay. Das ist aber mit einer OP-Waffe, er spielt ganz ehrlich gesagt mit der Kunstfehler. Und ja, das ist auch ein flawless Gameplay, ein besseres flawless Gameplay. Vielleicht bringe ich es irgendwann nochmal schauen. Ich muss sowieso schauen, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich bringen soll auf meinen Kanal, weil. Es wird langsam wirklich schon einseitig mit MC. Ich sehe es zwar nicht an meiner Views-Zahl oder so, aber ich merke es einfach, weil wenn ich meine Videos anschaue, ich kriege auch schon langsam Brechreiz, wenn ich jedes Mal das Gleiche sehe. Und ja, auf jeden Fall, Leute, lasst mir mal Kommentar und Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, Leute. Ciao.